Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker hat sich bei einem Motorradunfall schwer verletzt. Auf einer Tour entlang der Elbe war Becker gestern in der Nähe von Hamburg gegen einen Baum geprallt. Der beliebte Kabarettist und Moderator unter anderem der WDR-Mitternachtsspitzen liegt mit Beckenbruch und zwei gebrochenen Armen in einer Klinik. Heute geht es ihm zum Glück schon ein bisschen besser. Wir sagen von Köln aus, gute Besserung wird schon wieder. Jürgen Becker liebt sein Motorrad. Besonders an schönen Tagen ist er in und um Köln mit seinem Bike unterwegs. Wie hier für die WDR-Serie Becker, der Entdecker. Doch jetzt der Unfall. Die Kölner wünschen ihm gute Besserung, auch sein Kollege Richard Rogler. Da ist mir durch den Kopf geschossen, da kann ich nur sagen, lieber Jürgen, die besten Genesungswünsche aus deiner Heimatstadt Kölle. Ganz Kölle denkt an dich. Ich bin gerade die Straße hier entlang gegangen, da haben mich wildfremde Menschen angesprochen. Herr Rogler, wenn Sie den Becker sprechen, sagen Sie ihm alles Gute. Du kannst du mal sehen, wir denken alle an dich und du schaffst es auch. Wir brauchen dich auf der Bühne und im Fernsehen und nicht im Krankenhaus. Vor allem in seiner Südstadt sind jetzt die Gedanken bei Jürgen Becker. Ganz schlimm, ich kenne ihn nicht persönlich. Und deswegen geht das einem richtig nah. Alles Liebe, alles Gute, auf jeden Fall. Dass er wieder fit wird. Alles Gute, dass du wieder auf die Beine kommst, okay? Ja? Viele Grüße vom Aldo, ne? Gute Besserung, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Das ist so ein feiner Kerl, feiner Kumpel. Ich wünsche ihm alles Gute. Das ist natürlich schon ziemlich bewegend, ne? Weil er ist ja bekannte Größe in der Südstadt. Also da tut uns natürlich schon sehr leid, wenn das so dramatisch gelaufen ist, ne? Jürgen Becker hat erst einmal alle weiteren Termine abgesagt. Auch seinen Auftritt am Dienstag in Köln. Richard Rogler hofft dennoch, dass er bald wieder zurück ist. Lieber Jürgen, wir sehen uns ja bald wieder und dann schreiben wir eine Kabarettnummer über den Motorradausflug, ohne dass wir verunglücken. Das kann noch etwas dauern, denn wann Jürgen Becker aus dem Krankenhaus entlassen wird, ist momentan noch unklar. Bei so viel Zuspruch aus Köln geht's vielleicht ein bisschen schneller. Und jetzt geht's